Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Arc Steampunk. Und wir haben natürlich sowohl Xa und Danu am Start. Hi. 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 Und zwei Themenopfer. Als auch unseren Spino und den Baryonyx. Jetzt weiß ich gerade gar nicht. Beide so nah zusammen, dass wir entweder beide kriegen oder keiner. In der letzten Folge hat man den Spino auf jeden Fall gesehen. Hat man auch den Baryonyx schon gezeigt? Ja, nee, ne? Nee. Und haben wir den im Offscreen entdeckt. Hier läuft auf jeden Fall ein Level. Haben wir beide nicht gezeigt, weil das war ein anderer Spino, den wir gezeigt haben. Echt jetzt? Doch? Wir nee, wir haben doch hier Level aufgehört. Ja, stimmt, ja, wir haben ja noch überlegt, aufgehört. Was machen. Ja, nee, also Spino haben wir auf jeden Fall gezeigt. Das ist super, wenn wir immer uns erinnern können, auch, was wir gemacht haben. Mehr. Ja, es ist voll lang. Ich sehe gerade den Baryonyx leider nicht. Hier? Der ist hier in die Richtung, ja. Er ist so grün, dass er da wahrscheinlich nicht auffällt. Ah, da hinten. Ja, okay, dann können wir den doch isolieren. Soll ich den... Nee, warte mal, du hast... Wie viel Leben hast du auf deiner? 4000. Okay, ich habe 3,8. Also wurscht eigentlich, wer tankt. Und tankt du ihn? Und tankt du ihn und wir versuchen wegzuballern, oder? Oh. Ich denke, der liegt... Oder ich hoffe, der liegt relativ schnell. Schlange, komm her. Ja. Kann ich nicht, weil jetzt ist er beim Kleinen. So. Gut, Schlange ist schon weg, danke. Da. Gut, dann pack. Wo kann ich den Kleinen abstellen? Ja, hier hinter den Bäumen, würde ich sagen. Hier so. Hier kommt der Spino nicht so schnell hin. Ja, dann stelle ich meine zwei hier da rein. Hier, wo genau ich gerade stehe. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Komm her, Frechdachs. Da. Und stell ich da her? Soll ich ihn zahm? Ich roll ihn zahm. Ja, genau. Lassen Sie sich verbuddeln. So. Nur nicht, dass das dann unter Wasser gilt. Also machen ans Ufer, ne? Achso, ja. Ist nicht, dass er ersäuft. Warte, lass mich nachschauen. Ne, er verliert kein Oxygen, er ist oberirdisch. Okay. So. Ja. Also, kurz gucken. Dann ich habe 123... Pfeile. Ich pfeife nochmal passiv. Ich hab 40, passiv. Das muss... Oh, irgendwas? Ja, ich hab dann Dilo. Ich sehe noch gerade nichts mehr. So. Ach, ist schon tot. Dann fange ich einmal an mit tanken. Wir versuchen den langsam dann zu beballern, ja. Ja. Und dann müssen wir schauen, wo wir hier Fisch-Prime-Meat herkriegen. Aber das kriegen wir... Obwohl, du musst nicht unbedingt haben Prime, der ist ja nicht überall so groß. Ja, Fish Prime kriegst du nicht aus dem Code. Fish Prime kriegst du ja nur aus den... Ja gut, notfalls renne ich in den Raptor. Der will mich nicht angreifen. Nein, er hat mich. Warte, ich komm zu dir. Guck mal, ob ich ihn einklemmen kann. Ja, ich glaube, ich hab ihn. Ja, doch nicht. Der ist so ein bisschen auf Flucht. Hm? Aha. Er hat aber Nils auch nicht viel Schaden gemacht vorher. Nee, an Land ist er nicht so schlimm. An Land ist er eher harmlos. Was mir nicht gefällt, ist, dass wir jetzt da mitten durch den Sumpf rennen müssen. Ja, das geht schon. Ja, du hast die Schredderike. Ja, also solange er in die Richtung weiterlaufen will, habe ich ihn. Okay. Ich krieg ihn leider nicht auch noch wer eingekeilt. Mach du ruhig langsam, Danu, ja. Versuchen auch noch irgendwie mit einzu. Es ist ja schwierig. Jetzt. Ich hoffe, ich treffe nicht dich, Xa. Jetzt macht es uns aber echt schwer im Treffen. Ja, probier es trotzdem. Jetzt haben wir einen schönen dafür. Okay. Das passt. Das, ja. Man sieht jetzt leider nicht viel, sorry. Ja, ihr seht es jetzt genau. Was? Ist er raus? Ihr habt sie gut eingeklemmt. Ich. Ja, aber er macht nur 7 Schaden, das ist okay. Er macht kaum Schaden, aber ich kann ihn so nicht betäuben. So. Jetzt haben wir ihn aber. Nein, nur kurz. Ach, Danu. Du schaffst das. Ja. Baryonyx Level. Ach, es ist ein Female Level. 31. Nicht flüchten. Und er liegt. Er liegt. Sehr schön. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie schnell der Torpor verliert. Schau mal, ob hier irgendwo. Holst du deine kleinen Tierchen da? Kann mir einer mitkommen und meinen Raptor holen? Nein, warte, ich sehe schon. Geht schon. Denke mal, das war jetzt nicht so weit. Solange da nicht der Schlange dazwischen ist, ist alles okay. Ja. So, der schnarcht. Der schnarcht richtig. Wie viel Körper hat er? Also bisher hat er kaum was verloren. Insofern ist das eher harmlos. Der hat 1120 Torpor. 1120 Torpor ist nicht viel.
Jetzt müssen wir halt mal gucken. Ah, das bist du. Da. Jetzt müssen wir halt mal gucken, ob hier irgendwo. Aber das müsste wieder ein bisschen raus aus dem Sumpf sein. Und dann kommen auf jeden Fall die Fish Primes mit den Lachsen. Ich lass dir den Frechdachs da und ich geh's. Guck dir den ein, bitte. Ist er ja, okay. Warte kurz, der folgt nämlich noch immer meinem Raptor. No. Kannst du den kurz auf. Warte, ich mach so. Follow, unfollow. So. Ich schau mal, ob ich Fische finde. Bin gleich wieder da. Genau. Also im Sumpf sollte es eigentlich was finden können. Also der isst auch normales Fleisch wohl, aber? Nicht so effizient. Nicht so effizient. Wir könnten höchstens halt was zerlegen und Prime Meat, dann denke ich, ist es schon okay. Es ist ja eh nur ein Level 31er. Aber andererseits, wenn wir da dann noch sagen, komm, wir scheißen drauf, dann ist er am Ende wirklich nichts zu gebrauchen. Vielleicht finde ich ja was. Was ist das da oben? So, ich habe mal ein bisschen Platz gemacht, damit man hier auch was sieht. Ich habe auch geschreddert. Da oben ist ein Terizinosaurus. Kannst du den weg? Also ich hab hier einen Sabertooth. Da kommt auch Prime raus, oder? Sabertooth kommt keiner raus, nein. Achso, ein Sabertooth-Lachs? Ja, okay, klar. Wo ist hier? Direkt beim, hier beim Dings. Hast du die Sichel, Xa? Nein, leider nicht. Ich komm rüber. Okay. Ich mach mal eine Fackel an, Danu, dann solltest du uns eigentlich ganz gut sehen. Ich drück fünfmal die falschen Tasten, dann solltest du uns ganz gut sehen. Wo ist er denn? Ja, direkt unter mir. Achso, okay. Ah, ich hab da auch einen. Okay. Ja, wenn du einen hast, ist gut. Dann mach den bei dir. Ich komm trotzdem zu euch, weil ich hab mehr als eine Sichel. Aha. Ja, wir werden nicht so viel brauchen. Also, ich gehe mal davon aus, dass der schnell durch ist mit Level 31. Hier bei mir drüben. Auf beider links entlang. Wie hört sich das an, als wären hier irgendwo die los? Oh, wir haben doch einen drum. Bau dann mal rein. Ich glaube, das ist ein Geschnarche hier, oder? Ja, Sabertooth ist tot, da ist noch einer. Oh, cool. 23. Ich bin gleich wieder da, ich bring das mal zu Kuya. Scheiße. Ich habe einen reingehauen. Oh. Er hat einen Box bekommen. Es tut mir leid. Ich wollte mich ducken. Das ist in den anderen Spielen, das ist Steuerung. Hier ist es C. Einmal mit Pum. Ein einziges. Da ist er. Und er ist Level 45 geworden. Restlichen? Das geht. Wir sollten vielleicht die Zähmung doch nochmal ein bisschen runterdrehen. Ja, die haben sie ja verdoppelt, ne? Oder? Ja, die Standardwerte haben sie verdoppelt. Danul, der fragt ja noch. Ich hab'n. Okay. Die Standardwerte haben die ja, glaube ich, spielseitig verdoppelt, oder? Genau. Ja, und dann ist es jetzt nochmal. Nochmal doppelt. Schnell. Ja, okay, dann müssen wir nochmal an den Einstellungen. Das ist ja sonst witzlos. Dann können wir es ja gleich vorstellen. Passt schon. Das ist jetzt nicht so pralle. Aber wir haben, und er hat 14 Level dazu bekommen, also ist fast perfekt. 15 wäre es maximal gewesen. Ne? 31, Hälfte 15. Was braucht man für den Sattel, wisst ihr das schon? Keine ganz Ahnung. Normal. Den kannst du aus der Hüfte quasi bauen und. Moment, Bari, der ist mit Holz und Standard dabei. Ich glaube, es war Metall allerdings. Nee, gar nicht mal. Doch. Nee. Nix. Hast du ihn jetzt kannst gelernt? Du nicht, oder kannst nicht? Du nicht? Ich habe ihn gelernt, musste aber doch in der Schmissi, sorry. Achso, okay. Also müssen wir ihn so zurücknehmen. Warte mal kurz. Ja, ich würde ihn einfach wieder dazu nehmen, oder? Willst du ihn? Ansonsten, die sind recht schnell, ich kann ihn auch nehmen. Passt von der Größe vielleicht besser zu einer Schredde. Ja, aber dann musst du dich auch dauernd umdrehen und schauen. Aber du musst ja nicht vorrennen. Achso, ja. Xa könnte den höchstens nehmen. Der rennt eh vor. Dann haben wir einen Blick drauf. Ja, ich laufe hinterher. Mir ist das im Prinzip was. Nee, du musst vorlaufen. Ich finde den Weg nicht. Ach, wisst ihr was? Wir sind beide fertig. So. Okay. Dann jetzt auf direkten Wege nach Hause, oder wie? Würde ich sagen. Ja, jetzt haben wir Ziel erfüllt. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen auf dem Weg so nach Hause, dass wir wieder durch den Fluss kommen, den wir ganz zu Beginn vor 2 Folgen quasi gesäubert haben. Da könnte ja was dann respawn sein. Müssten wir aber wieder über die halbe Map laufen. Ja gut, dann geh auf den direkten Weg, dann können wir immer noch einen Abstecher machen. Genau. Schlauer ja. Und den Spino Level 60 lassen wir einfach stehen. Ja, oder? Wir wollten keine so großen Dinos. Okay. Es ist schade, es ist wirklich schade, aber es
Spinos, große Spinos hatten wir in sehr vielen Let's Plays bereits. Und hier geht es darum, mal ein paar andere zu beleuchten. Finde ich eigentlich ganz okay so. Wie nennen wir unsere denn hier? Unsere Errungenschaft. Ich würde sagen, das überlassen wir unseren Zuschauern, oder? Boah, das haben wir ja eigentlich schon immer so gehalten eigentlich. Baron Mix. Eine Idee. Auch mal überlegen. Ja, ihr könnt ja wieder Kommentare fleißig schreiben. Ihr seid da sowieso kreativer. Sieht übrigens auch ganz hübsch aus mit ihren hellen Streifen. Auch wenn sie sonst nur so grün ist. Aber ja. Sind schöne Tierchen. Das fand man ja schon bei der Patch-Vorstellung. Da hatte ich ja das Glück, dass der erste, den ich mir da ercheatet hat, um den vorzustellen, schwarz war mit diesen hellen oder mit so cremefarbenen Streifen und so fast weiß. Das war schon. Das war schon. Aber wenn ich mal die Gene so anschaue von Baryonyx, da will ich auch nicht reinkommen. Was? Danu, lauf! Ja, ja, ich habe mir gerade nur den Baryonyx bewundert. Hast du später noch Zeit zu? Warte, ich bin mal, bis diese Schredderike da vor mir Holzfäller gespielt hat. Ich bin mal gespannt. Ich bin Schlangenfäller. Ich bin gespannt, wie der sich an Land behauptet, der Baryonyx. Ja, also eben hat er ja jetzt nicht so manchmal viel Schaden gemacht. Das war sogar richtig, richtig. Boah, das Vieh lebt ja immer noch. Aber er hat mal die halbe Rüstung weggemacht. Also die ist kaputt. Achso, dann macht er mehr Rüstungsschaden. Ja. Er hat mich jetzt nicht viel Leben gekostet, aber Rüstung ist so gut wie hin. Wir müssen. Oh, diese Nervviecher. Welche? Achso, du hast noch welche. Ein paar. Ich sehe schon wieder nichts. Ich komme gleich nach. Jetzt müssen es, glaube ich, tot sein. Ja. Gleich sehe ich auch wieder was. Ja, ja. Bin ich. Da. Beide da, gut. Ich schreie schon, wenn da einer hängt. Jetzt im Wasser wird's lustig werden. Weil er mich wahrscheinlich fünfmal überholen will. Könnte durchaus sein. Oh, kommt ja ein Raptor raus. Fisch gewaschen. Auch Raptor, ja. Er gegenüber ist der Kroko. Jo, oder ist er weit genug weg? Okay, also Piranhas sehe ich keine. Doch, hier kommen ein paar. Oh ja. Kommen, ja. Oh, alle weg. Nee, nicht ganz. Nein, hinter mir sind noch zwei. Oh. Aber ich bin gleich drüben. Hinter dir sind auch noch welche? Okay. Ja. Da habe ich schon so viele getötet. So. So, der Kleine fehlt noch. Der Kleine kommt. Komm, der hat ein paar Mal in den Hintern gebissen bekommen. Man schon trotzdem nicht schneller. Hui, das springt aus dem Wasser. Aber er jumpt. Ja, kann, huch, wie sind jetzt das Licht verändert? Zack, bumm, rot. Okay, müssen wir nach links oder wie? Ja, hier lang. Ach ja, stimmt, wir sind ja beim roten. Ach du Kacke. Ja, 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 wir sind schon einmal um die Insel gelaufen sozusagen. Ja. Ist auf das Eisbiom schon, ja. Ja, na, da waren wir. Ich meine, da gibt es zwar auch Spinospawns, aber dafür waren wir falsch gekleidet. Ja, an dem Fluss vorne, ne? Bei dem Wasserfall. Genau. Bei meiner alten Basis vorne. Nostalgie. Oh ja. Moment, was ist der Kleine? Da. Na ja, sind dann beide gib mal da. Gas. Renn doch schon. Die. Irgendwann gebe ich ihm Raptor 20 Level of Speed, damit du komisch schaust. Ach, du, meine Schredderige hat ja auch schon 122 Movement Speed, also was erwartest du? Dass du weiter rummeckerst, weil ich so langsam bin. Dass ich meine kein Speed gebe. Die Schredderige, die muss. Die muss einfach hier, die ist zum Laufen da. Das ist keine Farm-Schredderige. Jetzt wird erstmal gekackt. Ja, das ist wichtig. Miau. Na komm, Frechdachs, brav. Ja, alles gut, lauf weiter, ich guck schon, wenn die sich hängen. Boom. Ja, du, das geht automatisch. Machen wir mal Stopp mal kurz. Ja? Moment.
Krasser Scheiß. Das ist mir jetzt auch noch nicht passiert. Moment, kurz. Meine, ach doch, jetzt geht's. Meine Schredderike ist am Verhungern gewesen. Oh, wei. Ja, okay. Das hätte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ja, hast dir das Sammeln ausgestellt, oder? Ja, habe ich. Und die ist ja permanent in Action. Ja, ist ja gut. Ich bin ja schon, ich mache hier das Sammeln mal ganz kurz wieder an. Ich hab ihr ein paar Stacks reingegeben. Ich hatte zum Glück noch ein paar Bärenstacks im. Wo sind denn hier Büsche? Da vorne kommen massig. Oder? Ja, oh ja, nein. Toll, jetzt kam nur Fiber raus. Wie holt man nochmal? Achso, nee, mit C. Mit C. Okay. Da vorne ist der Papier, glaube ich, ja. Ach, nö, ja, wie gesagt, ich habe ihr ein paar Stacks gegeben. Sie ist noch am Futtern. Sie wird jetzt nicht umfallen. Das ist gut so. Aber die kriegen scheinbar wirklich leicht Hunger. Jo. Wie gesagt, die sind ja bei euch im Dauereinsatz. Ja, mit diesem Dauersprint und so. Und dann auch, wir hatten uns auch ganz gut gekloppt, immer wieder Lebensregeneration. Mhm. Das geht ja voll auf Hunger, aber trotzdem. Ist selten, dass mir ein Dino mal leer gelaufen ist, sozusagen. Mir ist das mit Düdi schon mal fast passiert. Sag mal, Danu, kam dir die Baryonyx bei unserer Patch-Vorstellung auch größer vor? Ich meine, der ist ja kaum größer als dein Raptor. Nein. Mir kam die so viel größer vor. Mir kam die eher so wie ein Kano vor. Also, nein, schau hier, wenn ich mich daneben stelle, das passt schon. Und mein Char ist jetzt ähnlich. Ah ja, doch, ja, okay, doch, jetzt, ja, doch, passt eher. In der Char-Vorstellung. Ja, passt doch eher wieder zum... Ja. Es ist jetzt nur, weil du den Vergleich jetzt hast. Ja. Ja, weil die Schredderike so, die ist viel größer, als man denkt, irgendwie. So eine Schredderike guckt ja im Rex fast ins Gesicht. Mhm. Oh, jetzt müssen wir hier ganz kurz am Sumpfrand vorbei. Am Jump. Moment, so. Ja. Oh, hallo Schnecke. Jetzt haben wir genug Bären. Wir haben leider keinen Kuchen für dich. Heute gibt's keinen Kuchen. Nein. Ist schon fett genug. Moment, dein Kleiner braucht ein bisschen länger. Ja. Wie er immer aus dem Wasser springt, ist echt super. Ja, das ist, wenn er sich freut, endlich raus aus dem Wasser. Und dann geht's ja gleich nochmal rüber. Ja, schwimmen wir noch einmal in die Runde. Kommt, Jungs. Sieht schön aus, wie der Baryonyx schwimmt. Hat mir schon gemacht, die Animation. An, ja. Aber solange an mir ist es okay. Oh, jetzt ist er am Bari, aber... Der ist raus, jetzt kriegt man noch so kleine. Ey, es gibt doch gar nicht, hier lebt ja immer noch der Piranha. So. Oh, der war Level 60, okay. Ja, Level 60 hat sich gelohnt. Mhm. Na komm, kleiner Frechter. Oh, schau an! Wir haben da vorne einen Spino. Oh, dann zerlegen wir den fein säuberlich. Mal schauen. Boah, süß, Level 4. Oh, Scheinchen, no. Wer von euch killt hier Biber? Die standen im Weg. Aha. So, warte, Kuja hat sicher kurz Zeit. Was hab ich? Ja. Achso, wegen kurz Fackel. Kurz Zeit zum Warten. Okay, ich muss da noch einmal kurz absteigen. Mach kurz ins Kino damit. Ja. Ich brauch nur die Reparaturzelle für eine Fackel. Jetzt macht ins Kino nicht weg. Hexa lässt dich nicht. Ja, wer zu spät kommt. Genau. Ja, wir müssen Dodo retten. Ich hab's den Dodo dann killt. Und welcher fressen. Dodo? Das ist so im Dodo-Himmel, da ist so gut aufgehoben. Das wollte ich meinen, das hätte ja nur wehgetan. Länger als nötig. Ja, das war jetzt kurz und schmerzlos. Das finde ich, ist doch eine gute Lösung, oder? Absolut. Mhm. Da kommt, was sind das, Trudons? Ja, das sind die Klauer. Also, die Pigomastaks, ja. Da ist noch was. Irgendwas hat er geklaut. Von diesen Riesenlystros, wie heißen sie doch gleich? Gibt's aber auch ein Pigomastaks hinter dir? Auch echt viele. Wie heißen sie?
Moshops, Moshops heißen sie. Weißt du, wenn ich absteige, um zu gucken, dann fällt es mir natürlich ein. Und noch ein Spino. Oh, toll, Regen, hat man vor lang nicht mehr. Ja. Eine halbe Folge circa. Höchstens. Gefühlt. Was haben wir da für ein Spino? Noch nicht nach dem Level geguckt. Ach, da drüben. Das ist ein Baryonyx. Oh. Der ist übrigens schön, der Spino. Level, ja, Level 9. Der erinnert so ein bisschen ans Pinocchio. Ja, aber jetzt ist es. Ja, und auch Level 24. Also, was? Level 9 Baryonyx? Mhm. Und tschüss. Lass ihn euch schmecken. Ich hab geschaut, dass der Baryonyx nichts gesehen hat. Das ist gut. Nicht, dass er auch noch sieht, wie ihr seine Artgenossen kriegt. Wir motivieren die nur, demnächst stärker und größer zu sein. Mhm. Genau, damit sie auch mal was entgegenzusetzen haben. Richtig. Mhm. Glaubt ihr das, was ihr das sagt? Ich bin sehr gespannt drauf, mit dem Baryonyx mal ein bisschen rumzuprobieren. Oh ja. Ich schätze mal, der wird so in der Damage-Klasse vom knapp unter Kano sein. Ne? Fackel kaputt. Oh, dann bau dir eine neue. Ja, dann muss ich hier mal kurz. Oh. Muss ich hier mal kurz einen Stein klopfen. Ja, deswegen bin ich vorhin auch gerade abgestiegen. So, und dann bald. Deine Schritte regt jetzt auf Thunderbolts, oder nicht? Nö, das schmeiß ich mal raus. Sonst hätte ich mich schon 100 Mal nicht mehr bewegen können. Die ist immer noch nicht wieder satt, die Schritte. Du, viel Fraß. Wenn du sie auch fast verhungern lässt. Ja, die hat 8000 Food, also das müssen wir erstmal runterkriegen. Ich glaube, Xas hat nur um die 6000 oder sowas, ne? Jo, aber die kriegt zwischendurch mal ein paar Bärchen ab. Ne, ich meine nur, also... Dieses, ich hab halt so ein Vielfraß. Ne, 5100 Food. Ja, meine hat 8,7. Also, ne? Geht. Boah. Ich habe immer die Vielfraße. Hilft ja nichts. Die los. Ja, und Danu hat die Quadinos. Fürs Gackern, egal. Weiter. Roko rechts, klar. Wir sehen. So, hier rüber oder wie? So, ja, genau, hier rüber. Langweilig. Nichts los hier. War das hier nicht mal der Startpunkt, wo wir in Staffel 2 oder 3? Was war's? Ja, doch, kann sein. In etwa, ja. Ne, da waren wir doch mal hier. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Du solltest die ganze Gegend, in der wir die ganze Zeit sind, kennen doch. Ach, du kennst mich doch. Ich weiß. Wir haben hier viele Tiere gezähmt, Koja. Ja, ja. Oh ja. Moment, war in der Zeit, wo wir noch ganz alleine am Server waren. Hast du den Kleinen? Nee, der kommt hier hinten fest. Er ist unterwegs. Was wolltest du, Frechdachs, hä? Er war wieder neugierig. Wir sind da, eure neue Heimat. Naja, ja, noch nicht ganz. Ja, da sind's noch. Ja, aber es ist schon nah. Ja, ja, das ist schon. Dann schauen wir mal, wie viele Schweine ausgebüxt sind. Die schwimmen uns jetzt hier entgegen. Genau. Achso, okay. Ich war gerade blind. Lauf einfach weiter. Tu es, als wäre nichts gewesen. Ich habe gar nichts gesagt. Okay. Wir wundern lieber dafür die gelbe Scheibe, die eine Sonne sein soll. Und so gar nicht deplatziert wirkt. Überhaupt nicht. Hey, ein Schiff! Ja, es baut sich langsam auf. Ich
geruckelt haben. Ja, es ist so kritz, kritz. Da ist ein Schiff, ja. Und da ist ein Haus. Wie wundert sich, uns kommen gar keine Schweine entgegen, also. Die kommen gleich übereinander als Pyramide aufgeschichtet uns entgegengelaufen. Weil wir haben Kunststücke. Ja, die Arg-Stadtmusikanten quasi. 1, 2, 3, 4, 5. Noch vollzählig zu sein. 5, 6, 7. Ja, passt super. Aber da läuft ein kleines Schweinchen rum. Was? Wie kleines? Nicht ernsthaft. Da am Stein, bei Coach Kacker. Bärchen nehmen und füttern. Wo? Aber, nein, hier. Halt, stopp, zurück. Ach, da, Tatsache. Das ist. Schnell, claimt es. Ja, aber dann stirbt's schnell. Nein. Hier, in meinem hat's noch Bären drin. Komm nah ran. Doch, ich brauch Bären. Ja, hab. Das gibt's ja wohl nicht. So, schnell Bären rein, meine sind gerade ausgewählt. Zack. Oh, ja, okay. Kann auch nicht viel tragen. Das gibt's ja wohl nicht. Das gibt's ja wohl nicht. Und sieht man irgendwie die Eltern? Nee, ne? Ja, natürlich. Doch. Hugh and Chester List. Josephinchen und Pizzi. Oh. Genau, herzlichen Glückwunsch. So, ihr braucht neue Bärchen. Herzlichen Glückwunsch, Josephinchen und Pizzi. Ihr seid Mama und Papa. Seid ihr auch richtig rum, Mama und Papa? Also ist Pizzi männlich und Josephinchen Weibchen? Oder? Gucken. Wir haben das ja einfach so vergeben. Josephinchen ist... Bleib nochmal stehen, Josephinchen. Female. Ja. Pizzi ist Papa. Und Josephinchen ist Mama. Pizzi. Viel Spaß bei den Unterhaltsforderungen. Ja, toll. Jetzt haben wir ein Baby. Wir dürfen es füttern. Weißt du, was sind das nur für Eltern? Kackt die hier einfach nur durch die Gegend. Oh, voll süß. Ein Babyschweinchen hat man, glaube ich, noch gar nicht so, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern. Kann ich mich jetzt auch so direkt nicht dran erinnern. Bin mir nicht sicher, ob wir die hatten. Das ist voll putzig. Warte mal, brauchst ich muss du das Bärchen mal... rein, dann hole ich Bärchen nach. Ich komme nicht dran, die trampeln mich hier zu Tode. In meinem hat es noch Bärchen drin. War. Ah, okay. Ja, in meinem sind auch noch Bärchen. Also, ihr könnt da auch ein Stack Mayo rausnehmen. Aber ich kann auch gleich nochmal kurz los. Ja, im Eiskasten haben wir drüben Notfalls. Du ein Putziger. Guck doch mal die Tatzen an da unten, die Stampferchen. Die sind voll süß. Und der kurze Rüssel und. Das ist voll niedlich. Ja. Jetzt haben wir das erste Baby. Oh, Gottchen. Oh, und ich habe auch schon direkt einen Namen. Nämlich? Welchen? Ist ganz dunkel. Was ist denn das her? Na, sag schon. Muss mein Zettel rausgraben. Er hat sich notiert, wer noch Anträge Mutationen gestellt hat. Nein, da hat sich wer in den übrigens Kommentaren beschwert, dass er, oder wer sagt, sie noch einen Schweinenamen hat. Ja, wir haben aber hier ein Männchen. Männchen wäre gut. Ach ja, aber ach Gott, wir haben doch bisher... Weiß, nicht. Ja, den Rest haben wir es auch bisher. Ja, wir haben doch die anderen... Weißt du, wenn Coach Kacker schon schwanger werden kann, dann... Naja, wir könnten ja das Coach Kacker nennen und den Coach Kacker anders. Nein. Coach Kacker bleibt Coach Kacker. Ich will, dass Coach Kacker und Matze ein Baby kriegen. Das Baby hast du übrigens noch auf Follow. Ja, ich Absicht. Ich will es hier mal in die Sonne bringen, damit ich ein Foto machen kann. Also. Schweinebaby. Ja, komm schon her. Komm, trau dich. Oh, die Großen hier, die trampeln da einfach drauf rum. Das sind Eltern. Ein Schweinchen. Hallo? Ja? Hallo? Habt ihr nicht geschaut, ob noch mehr Babys unterwegs waren da irgendwo? Also ich habe jetzt so im Überblick kein weiteres. Gut, dass gesehen. Der Xar das gesehen hat. Ich hätte es überhaupt nicht wahrgenommen erstmal. Aha. Oh. Ich hab das Baby gegattert. Ja, hast du. Ja. In der Tat, ja. Eigentlich müsste das Baby jetzt Xar heißen. Was? Es hat blaue Pünktchen. Das habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen im Dunkeln. Das ist wirklich fast schwarz und hat dann diese grauen Pünktchen. Und, ja. Blauen Pünktchen und hinten noch so hellgraue. Ist voll putzig. Vor allem so faltig, weißt du? Ja, wie ein echtes Baby. Ja, irgendwie schon. Sind ja auch nicht gestriegelt und ja. Ich hab, auch wenn sich manche immer so vorstellen. Ich habe echt nicht in Erinnerung, dass wir ein Fiomia-Baby schon mal hatten. Muss ich wirklich passen. Oh. Naja, aber ich meine, Schweinchen waren ja eigentlich auch immer eher so vernachlässigt.
Ja, wobei ja eigentlich auch schon, eigentlich schon immer Kulttierchen, oder? Also. Wow, das war eigentlich so immer das Erste, was man sich mal schnell besorgen konnte. Ja, so, kriegen wir das hier irgendwie raus? Nee, ne? Habt ihr irgendwo Setsch auch geerntet jetzt gerade? Nö, ja, aber ich könnte was mitbringen. Ich würde das hier irgendwie gerne mal hier rausholen, weil das mit dem Rumgetrampel nervt ein bisschen. Könnt ihr darauf achten, dass die Schweine nicht aussteigen, beziehungsweise schnell auf eins drauftreten, falls es raus will? Ich kann sie mal versuchen umzupacken, aber... Ja, Moment. So, viel um sie werden mich großartig überrühren. Und da geht's lang. Da geht's lang. Mich raus! Lass mich raus! Sebulus, mach dein Hintern da weg! Da, weg, da. So. So, wo ist jetzt der Kleine? Oh Gott. Jetzt wissen sie alle, dass da offen ist. Weißt du, das ist doch unglaublich. Ich meine, du kommst alle hier, quetschen dir. Das geht so nett. Das einzige Loch und alles hinter. Alles sofort hin, als hätten sie wirklich nur drauf gewartet. Nell, mach das Loch zu. Ich hab's kleine Tag. Tacker mal Kühe zurück. Gibt's ja nicht. Gib ihr eins auf den Rüssel. Der macht's ja auch. Wenn's nicht hört. Oh Mann. Das Matze, war ja jetzt echt genial, oder? Wir machen das auf und wirklich alle. Whoop. Das genau ist ja zu krass diesem irgendwie. Einen Loch. Ja. So viel so. Zum Thema verbesserte Dino-Koi. Ja, irgendwie schon, ne? So, nimm's mal mit nach vorne. Vergiss nicht, Bärchen nachzufüllen. Ja, ich hab da eben nochmal. Ja, ich hab gerade die Schredderecke aufgefüllt. Fällt ja auch nicht tot um, wenn's mal kurz keiner hat. Ich will's nur hier vorne um das Dach wieder bringen. So. Dann machen wir die. Follow Distance mal runter, das geht ja sonst nicht. 4, 5, 6. Ah, mit diesen ganzen Change Targeting Range, Follow Distance da. Follow 6. Distance, Follow Distance. Oh, hallo, 18. Komm, das reicht. Also 18 mal Scheiße könnte man brauchen, ganz viel Fetch. Ja, also Scheiße, glaube ich, kriegst du hin. Denke auch. Huch, hier, ich habe schon wieder Pflanzenbugs. Also das geht ein bisschen, das ist sowas von kaputt. Also ich gehe die Pflanzen jetzt mal düngen, ja? So, du kannst sie mal irgendwie nochmal neu setzen. Das ist Wahnsinn, ich habe hier total das Geflacker wegen der Pflanzen. Eine Riesenpflanze ist hier bei mir. Das kannst ist du das Boot mal ein bisschen umparken? Bug dazu. Ja, aber das sieht aus, als wird hier... Das hatten wir doch schon mal umgeparkt. Das ist eine Riesenpflanze, die geht bis zum Haus bei mir. Also vom Boot bis hier, wo ich stehe. Und noch drüber hinaus eigentlich, um ehrlich zu sein. Oh ja, sieht merkwürdig aus. Ich sehe hier quasi nichts. Ich wollte gerade fragen, Xar, könntest du dich eventuell um das Baby kurz kümmern? Dann mache ich mal den Baryonyx-Sattel fertig. Ja, mache ich. Super, steht vorne bei der, wie heißt die Mod? Echo Trees. Echo. So, dann kann ich kurz die Früchte, die ich gerade geerntet habe, Baryonyx-Sattel. Da. Oh, wir haben 32 Minuten. Ich würde sagen, wir sehen es dann in der nächsten Folge echt? Wieder. Dann haben wir den Baryonyx-Sattel am Start. Hide, Fiber, Metal in Good. Ja, gut, okay. Haben wir den Baryonyx-Sattel am Start und... Was planscht hier? Der wutzige Matze? Was? Der wutzige Matze ist hier im Wasser. Ach, ich gehe schon. Das schwimmt da rum. Matze, also echt. Ich hab ihn, aber ich kann mich nicht bewegen. Ja, dann geh runter, ich nehme ihn. Hast du? Bist du da? Okay. Ja, ich bin da. Okay. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss. Ciao.